Frust und Ratlosigkeit statt Goldmedaille und Pokal. Das 49. Finale des DSV-Pokals hatten sich die Wasserfreunde Spandau 04 sicherlich etwas anders vorgestellt. Mit 14:18 müssen sie sich im Duell der Giganten gegen ihren Dauerrivalen vom BASFO 98 Hannover geschlagen geben, die nun nach 2018 das zweite Double in ihrer Vereinsgeschichte feiern dürfen. Wir haben nicht konsequent unsere Taktiken durchgespielt, die wir spielen wollten. Wir waren noch, ja, ich denke, durch die Neuformatierung unseres Teams ein bisschen zu grün hinter den Ohren. Müssen uns einfach weiter einspielen, aber ich bin guter Dinge für die kommende Saison. Die ersten 8 Minuten lang ist es eine enge Partie, bis Philipp Kubisch die Wassersportfreunde aus Hannover mit dem Treffer zum 4:3 erstmals in Führung bringt. Zwar gelingt den Spandauern zeitweilen der Ausgleich, dennoch schaffen sie es nicht, in Führung zu gehen. Immer wieder scheitern sie an Nationaltorhüter Moritz Schenkel, der sein Team mit 7:6 in die Pause bringt. Von Anfang an hat sich keiner irgendeinen Zentimeter im Wasser geschenkt. Und ja, dass das Spiel am Ende dass wir das Spiel für uns entscheiden, lag, glaube ich, einfach an der Willenskraft. In der zweiten Hälfte lässt Dimitri Choller die Spandauer Pokalhoffnung noch einmal aufleben. Mit seinem Tor zum 11:11 ist der Titel wieder ganz nah und der 2-Tore-Rückstand scheint vergessen. Als dann aber wichtige Stützen wie Mannschaftskapitän Maurice Nöngling und Dennis Strelecki kurz vor und nach der letzten Pause durch das jeweils dritte Foul vom Spiel ausgeschlossen werden, zieht Baspo entscheidend davon. Mannschaftsführer der Hannoveraner Alexander Radovic netzt zum Endstand von 18:14. Bedeutet für das Team von Peter Kovacevic wieder einmal nur der zweite Platz, doch Anfang November beginnt die neue Saison und dafür hat man sich große Ziele gesteckt. Meister werden auf jeden Fall, Champions League Final 8 erreichen und eigentlich alles gewinnen, was man gewinnen kann. Trotzdem bleibt den Hannoveranern gar nicht so viel Zeit, ihren Triumph zu feiern. Denn bereits in 2 Wochen beim Supercup wird die nächste Runde im Duell der Giganten eingeläutet. Dann also erneut die Chance für die Spandauer auf Goldmedaille und Pokal anstatt Frust und Ratlosigkeit.